Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Helden, Leute. Ihr sitzt im Hintergrund, wir sind wieder back auf der legendären Creeper Farm. Und ich denke mal, ihr habt es ja alle letzte Folge gesehen oder ich habe die Anmerkung gemacht, aber im heutigen Video werden wir die gesamte Creeper Farm in die Luft jagen. Falls ihr euch gerade wundert, was das da unten ist, Freunde, ich habe inzwischen noch ein bisschen was dran gebaut. So habe ich hier unten noch so eine ganz kleine Baumfarm hingebaut, um Äpfel zu farmen, Freunde. Ihr wisst selber, das ist halt immer übel der Krampf und weil ich noch todesviele Setzlinge hatte, dachte ich, mache ich die hier mal hin. Generell, der Plan war es ja in der letzten Folge, dass wir einfach direkt nach der Aufnahme das alles in die Luft jagen. Aber jetzt gerade, Freunde, haben wir es den 24. August freitags. Ich habe einfach vergessen, dass ich das Ding hier in die Luft sprengen muss. Weil gerade eben vor ungefähr einer halben Stunde kam das Video online, wo ich gezeigt habe, dass diese Creeper-Farm hier ist und auch wo genau sie ist. Das Problem war aber, ich war auf der Gamescom und habe es voll vercheckt. Deswegen bin ich nach Hause gefahren, damit wir im heutigen Video die gesamte Creeper-Farm in die Luft jagen, Freunde. Damit kein anderer irgendwas davon hat. Ich habe Real Talk in der Zwischenzeit noch richtig viel gemacht. Also neben den ganzen Äpfeln, die wir gefarmt haben, Freunde, habe ich, ich habe sie schon verteilt, hier sind jetzt gerade noch 3 Stacks oder so, habe ich auch noch ein bisschen weiteres TNT gemacht. Okay, ein bisschen müssen wir auch noch machen, by the way, können wir jetzt direkt mal machen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe Denergy Bescheid gesagt, dass er mal vorbeikommen soll. Ich glaube, der ist sogar online und ist gleich schon auf dem Weg, Freunde. Zack, zack, zack. Weil ich denke mal, die meisten von euch haben es ja mitbekommen, Freunde. Dr. Banks hat Denergy einfach noch ein Herz gezogen und der Arm hat jetzt nur noch ein einziges Herz. Also wirklich, das ist ja auch komplett gottlos. Und ja, Freunde, genau aus dem Grund dachte ich, okay, bevor ich jetzt hier alles in die Luft jage, lasse ich Denergy nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Minuten hier ein paar Creeper weghauen. Dann kann er sich ein bisschen Schwarzpulver mitnehmen, weil, oh ja, Freunde, es tut mir schon leid. Also nur noch ein Herz jetzt zu haben, ist echt eine doofe Sache. Deswegen, ja, Freunde, wenn ich da irgendwie ein bisschen helfen kann, bin ich auf jeden Fall am Start. So, ich muss mal ganz kurz gucken wegen Schwarzpulver. Sonst muss ich das noch holen gehen in meinem Lager. Das Ding ist, ich habe nämlich Real Talk alles an TNT. Wirklich jedes einzelne Stack, auch was ich jetzt in der Zwischenzeit noch gemacht habe. Es sind ja locker noch mal 2 Wochen vergangen seit dem letzten Video, also wo ich es aufgenommen habe. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Oder ihr habt das letzte Video erst vor 2 Tagen gesehen. Aber, Freunde, es ist so viel Zeit vergangen. Ich habe noch so viel mehr TNT gemacht, weil ich mir irgendwie dachte, ich hatte Angst, dass ich dann am Ende doch zu wenig habe, was eigentlich ja richtig dumm ist, weil ich habe todesviel TNT. Aber ja, Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall wirklich genug. Also ich glaube, noch viel mehr geht gar nicht. Deswegen machen wir im heutigen Video wirklich nur noch TNT, um jetzt hier alles in die Luft zu jagen. So, ich würde sagen, Denergy ist ja noch nicht da, oder? Ne, wir gehen jetzt schon einmal nach oben und bauen jetzt hier schon mal TNT-Türme. Junge, es wird so gottlos. Es wird so eine riesen Explosion. Ich wette, das wird jetzt sogar schon die größte Explosion in ganz Minecraft Helden. Okay, 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 okay. Oh, no. Ich habe keine Schuhe an, ich krieg Fallschaden. Boah, ich muss mal ganz kurz Rüstung holen. Nicht, dass ich hier irgendwie voll dumm durch Fallschaden oder so sterbe. So, hier können wir aber auch schon mal alles platzieren. Bro, wenn jetzt eine Fackel das TNT aus Versehen auslöst. So, wir müssen generell mal ganz kurz hier alles sichern. Wir kloppen uns mal ganz kurz alles, was noch wertvoll hier in den Kisten ist. So, meine ganze Rüstung holen wir mit, Freunde, noch die restlichen Äpfel, bisschen Leder. Wir kloppen mal ganz kurz alles in unseren Rucksack rein. Weil wenn wir jetzt drauf gehen, dann war es das hier komplett, Freunde. Okay, Pfeile, Obsidian holen wir mit, Amboss holen wir auch mit. So, noch ein paar Äpfel holen wir mit. Dann die ganzen Goldäpfel, das ganze PvP-Kram, Freunde. Das ist so wichtig. So, den packen wir da rein. Die Rüstung ziehen wir ganz schnell schon mal an. Freunde, ich ziehe jetzt einfach wieder um. Ich habe wirklich die letzten 3 Wochen nur in dieser Creeper-Farm gelebt und keiner hat es mitbekommen. Ich habe gerade eben schon auf dem Discord iCrymax, Stani und so allen davon erzählt und keiner hat auch nur ansatzweise einen Plan, Freunde. Alpha Stein hat direkt gefragt, wo das denn ist. Der hätte, glaube ich, auch noch Bock vorbeizukommen, aber... Ja, der ist nicht online, Freunde. Ich hoffe auch, der kommt nicht mehr. Aber ja, Freunde, ich muss jetzt auf jeden Fall schnell sein, bevor hier irgendwelche anderen YouTuber hinkommen, weil das Video ist, wie gesagt, online. Theoretisch kann das jetzt jeder sehen und einfach vorbeikommen. So, warte, hier war, glaube ich, noch Eisen. Nee, wir machen schnell Eisenblöcke. Leer, leer, leer. Okay, hier haben wir noch die ganzen Effizienz 4. Egal, jagen wir alles in die Luft, Freunde. Ich brauche das nicht mehr. So, Bogen, Zweitbogen nehmen wir mit. Tentakel, das nehmen wir auch mit. Wassereimer, Bücher, noch ein bisschen Gold, Spinnennetze. Okay, Axt packen wir rein, falls wir fighten. Ab jetzt, by the way, Freunde, ich werde mich immer für einen All-In-Fight vorbereiten. Das heißt, ich mache direkt meine Anordnung so, dass ich es halt auch hotkeyen könnte. So, Bogen, das war der Ersatzbogen. Hauptbogen haben wir da. Das können wir hoch. Das packe ich hier rein. Zack, 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 Freunde. Glückaxt. Oh, wobei, komm, eine lassen wir mal hier. Fackel weg, Postbox. Brauchen wir auch nicht. Truhen, Fackel. Lagerfeuer brauchen wir auch nicht, kann direkt weg. Okay, dann haben wir hier noch ein paar wichtige Bücher. Boah, das wird eng, ne? Wobei, Stärke 5. Okay, wir holen die mal alle mit. Was wir unbedingt jetzt auch noch machen müssen, Leute. Warte mal, ist die ganzen Bücherregale abbauen. Nehmen wir auch schon mal alles mit. Dann ganz kurz die Behutsamkeit-Axt. Holen wir das hier auch noch mit. So, hey, oh mein Gott. Junge, ich baue hier gerade wieder alles ab, Freunde. Es ist zu wild. Okay, Fackeln brauchen wir nicht. Ist alles genug gewastet.
Weg und weg. So, ein Stack Blöcke. Der Rest kann weg. Packen wir auch direkt in den Rucksack. Und ja, Freunde, ich glaube, an sich haben wir dann das meiste sogar schon, ne? So, hier ist alles leer. Nichts Wichtiges. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Komm, Lava-Eimer holen wir noch mit. So, ein bisschen Holz braucht man nicht. Fliegender Fisch brauchen wir auch nicht. Ja, Freunde, sollte soweit ready sein. Okay, ich mache hier noch ein paar Creeper weg, dann kann gleich Denergy das Schwarzpulver haben. Dann ganz wichtig, mein Bett. Das haben wir auch noch hier. Ich lasse es mal noch ganz kurz hier. Aber ich würde sagen, wir können schon weiter TNT platzieren. Warte mal. Ich frage mal gerade Denergy, ob er zu mir kommt. Aber ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, bereiten wir mal weiter die Sprengung vor. Okay, ich klopfe hier mal alles rein. Ja, Meister, bin auf dem Weg. Okay, okay. Machen wir mal alles ready hier. Oh, Junge, das wird gleich so eine Riesenexplosion, Junge. Oh mein Gott, habe schon überall TNT platziert. Okay, weil nicht, dass der hier aus Versehen irgendwas in die Luft jagt. Weil dann raste ich hier komplett aus, Freunde. Wenn hier das Ding einer sprengt, dann bin ich das. Boah, Bruder. Okay, und noch eine diagonale Linie. Dann würde ich sagen, das ist aber keine Falle, oder? Stimmt, Freunde. Denergy hat nur noch ein einziges Herz. Boah, warte mal. Sollen wir den flachsen, dass wir den töten? Freunde, der wird sich einpullern. 100%. Ja, okay, komm, machen wir einmal kurz. Das war auch so gottlos, Freunde. Während wir schon auf der Gamescom waren, hat, glaube ich, Dr. Banks ihm einfach noch ein Herz gezogen. Das heißt, insgesamt hat Denergy nur noch ein einziges Herz, Freunde. Weil ich glaube, vorher hat Maxim ja auch schon noch eins gezogen. Das ist schon wirklich... Ja, tut mir schon leid, der Arme. Der tut mir schon leid. Das wird eine so gottlose Sprengung. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eigentlich richtig dumm, dass ich mit TNT hier mache, aber egal. Okay, okay, okay. Wir machen es nämlich jetzt so, dass wir hier alle paar Blöcke wieder TNT platzieren und quasi wie so eine Hülle da drum machen mit TNT. Das muss jetzt auch nicht immer gleichmäßig sein, das ist ganz egal. Bam, 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 okay. Brauche noch ein bisschen, bin aber in 5 Minuten da, okay, es passt. So, hier auch auf jeden Fall, einmal nach oben. Das wird so abgehen gleich. Gottlos. Das Ding ist, ich habe halt wirklich so viel Arbeit da reingesteckt. Und jetzt jage ich wieder alles komplett in die Luft, Freunde. Aber es geht halt nicht anders. In diesem Projekt, wenn Alphastein davon jetzt erfährt und weiß ich nicht was, die werden alle sofort hier hinkommen und so viel TNT farmen. Freunde, da muss man leider durchziehen. Es geht wirklich nicht anders. Da muss man leider durchziehen. Aber abgesehen davon habe ich auch Bock auf so eine riesige Sprengung. So, weil es die auch einfach noch gar nicht gab bis jetzt. Zack, zack, zack. Okay, wir gehen mal gleich ganz kurz schlafen. Nicht, dass hier noch irgendwie Zombies spawnen oder so. Warte mal. Und dann sind wir auch schon durch jetzt. Digga, dann haben wir es einfach schon. Checkt ihr das? Bam, bam, bam. Damit hier halt auch wirklich alles in die Luft geht, Freunde. So, Freunde. Okay, die Runde ist jetzt einmal komplett. Dann bauen wir hier auch noch kurz von oben nach unten. Und die Ecke nochmal. Ah, komm, hier machen wir noch einen. Bin da bei einer Skybase oder so. Okay, ich komme runter. Er checkt nicht mal, dass es eine Creeper-Farm ist. Aber man muss dazu sagen, Freunde, er kennt sie aber auch nicht in Minecraft aus. Deswegen ist ja auch nicht schlimm. So, ich muss das hier mal ganz kurz noch mit der Mitte connecten, damit ihr auch wirklich alles ordentlich in die Luft fliegt, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, oh, das ist nämlich genau das Problem. Dass hier jetzt anfangen, Zombies zu spawnen. Okay, okay, okay. Hallo? Was geht? Hi! Na? Hey, wie geht's mein dir? Mein Freund. Wie viele Herzen hast du noch? Bitte, Bruder, chill. Du darfst keine Witze machen. Ich hab nur noch eins, Bro. Oh, nur noch eins, also. Bruder, du hast mich gerufen, hä? Brauchst du deinen Bad Boy an deiner Seite, Mann? Nein, ich brauche keinen Bad Boy. Ich sorge jetzt eher dafür, dass der Bad Boy niemals wieder an irgendeiner Seite Bruder, ist, Bro. Chill, Bruder, bitte, bleib bitte, hier, chill, du Bro. Du kannst eh nicht abhauen. Bleib hier oder schieß mit dem Bogen. Ey, Lukas, ich schwöre, wenn du das machst... Gib mir mal bitte deine Rüstung. Ey... Was soll das Ganze Junge, jetzt? Junge, das ist nur Spaß. Warum soll ich dich denn killen, Mann? Du Ey, weißt doch, Bad Boys, Mann. Grad. Oh ja, Mann, wir beide. Ja, Ey, warte. Ja. Ich weiß, warum du mich hierher geholt hast. Okay, warum? Du und ich bilden jetzt endlich den Secret Bad Boys Clan. Soll ich dir sagen, Bro? Nein. Nein, Spaß, warte. Komm mal mit nach oben. Aber ganz wichtig. Hast du ein Verbrennungsschwert? Ja. Nein. Hast du einen Bogen mit Flamme? Ja. Niemals rausholen jetzt. Niemals rausholen. Komm hoch. Bro, was? Da oben ist ein Minenfeld. Dein Herz hängt dran. Also, du darfst nichts anfassen. Komm mit hoch, komm mit hoch. Bro, was, wenn ich verkacke? Bro, dir passiert nichts. Fass nichts an. Öffne keine Kisten. Warte, ich hab eine Idee. Ja. Warte, ich hab eine Idee. Ja. Wenn ich irgendwie anders sterbe, ich mach mir kurz ein Bett unten. Ja, mach das. Ich hab ein Bett. Bro, du kannst, also,
Okay, mach drauf. Ich mache auch. So, du kennst okay, Sleep Only Nights. Komm mit. Egal, wieder einen Schicksalspunkt hast du gesetzt. Okay, ich gehe jetzt richtig schnell hoch. Bro, hast du gar keinen Plan, was das da oben ist? Was ist das überhaupt? Warum baust du so hoch? Bro, das ist eine Creeper-Farm, eine TNT-Farm. Der hat gar keinen Plan. An der Border, Bro, weißt du, wie lange ich hierher gereist bin? Ja. Ich bin einfach gefühlt 2 Stunden hierher gefahren. Weißt du, warum ich das hier gemacht habe? Damit es keiner findet, Junge. Und es hat keiner gefunden. Die hat locker einen Monat gestanden. Oh, ich fall runter. Oh. Ich komm wieder hoch. Ich hoffe, er stirbt. Hallo? Okay, Vorsicht. Moin. Vorsicht, komm, ich zeig dir schnell, warum du lieber nichts anfasst. Komm her. Ja, ich hab Angst zu gehen. Guck nach oben. Guck nach oben. Alter, warum legst du das jetzt überall hin? So, mitkommen. Ich spreng das ganze Ding jetzt gleich in die Luft. Nein! Also, nicht mit dir. Keine Sorge, nicht mit dir. Okay. Bro, ich sag dir ehrlich, guck mal. Ich hab das alles ein bisschen mitbekommen mit Banks und so, Digga, dass die dich da einfach so komplett hops genommen haben. Ja, was ich echt ein bisschen schade fand. Ich kann dir die Möglichkeit geben, wirklich noch bis jetzt weiß hier niemand von. Keiner weiß hier von irgendwas. Wenn du willst, guck mal, geh weg, ich schlag hier einmal. Guck mal, hier unten in den Kisten ist noch ein bisschen Schwarzpulver drin. Wenn du willst, stell dich da noch kurz hin, hol ein bisschen was mit, dann kannst du dir ein bisschen TNT machen. Alter. Weil da kommt man normalerweise nicht so schnell dran. Danke, Mann. Ja, Bro, gerne. Weißt du, es hat mir keiner geholfen und dann du, weißt du? Ich wusste schon immer, dass du ein Bad Boy bist, Bro. Bro, danke, Bruder. Ich will nur anmerken, also ich werde das Video nennen, der neue Bad Boy Clan. Und dann uns beide als Skin so nebeneinander. Hallo, wir sind keine Bad Boys. Bro, ich bin einfach nur. Die andere nicht. Ich bin einfach nur nett zu dir. Hol dir ein bisschen was hier aus den Kisten, hol dir alles raus. Alles, was du jetzt noch findest, kannst du geschenkt haben. Oh mein Gott, eine Schaufel. Ja, ich hab mein Holzschwert gebaut. Bro, guck mal, was für Schaufeln. Hol dir die mit. Das sind Effizienz 4 Haltbarkeit. Damit kannst du Sand farmen. Für TNT. Die sind Steine. Bro. Ey, hol dir wirklich die Schaufeln mit. Glaub mir. Ja. Dann kannst für TNT brauchst du Sand. Ganz, ganz viel Sand. Sand. Okay. Okay, ich baue noch ganz kurz ein bisschen weiter oben und dann, warte, ich spreng gleich, ne? Ja, mach deswegen das. Bleib hier drin und schlag noch ein paar Creeper kaputt. Dann kriegst du unten noch ein bisschen Schwarzpulver. Okay, Bad Boy, Bro. Und unten in den Kisten ist auch noch. Hol dir alles raus, was geht. Ja. Bro, eigentlich, egal wer diese Farm gefunden hätte, ich hätte ihn killen müssen. Junge, es ist zu wild. Aber warum jetzt das mit Flamme und so nicht? Also wäre dann alles explodiert? Ja, wenn TNT einmal ausgelöst wird, dann war's das. Ich platziere jetzt auch hier innen drin TNT, deswegen musst du echt aufpassen. Und was ist jetzt daran so krass? Ja, weil da kriegst du ein Herz gezogen, hä? Ach so, scheiße. Ja, deswegen will ich's nicht machen, Bro. Okay. Farm einfach noch. Boah, Alter, was eine dicke Farm, Alter. Wie lange hast du das schon gehabt, ganze Zeit? 1 Monat. Hä? Bis gleich. Junge, niemand hat doch nur den Hauch einer Ahnung gehabt, Freunde. Ich war den ganzen Tag immer online und keiner hat nachgefragt, was ich gemacht habe. Niemand hat es gecheckt, Freunde. So, was ich selber natürlich echt gut finde. So, jetzt beginnt das Schwierige. Ich muss theoretisch innen drin auch sprengen, aber eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich kann ich jetzt schon sprengen, oder? Freunde, ich glaube, ich mache hier keine... Ich glaube, ich mache hier echt keine großen Experimente. Baller jetzt da drin noch alles voller TNT und dann ist gut. Hier oben können wir auch noch... Ja? Willst du mir sagen, du hast dich so krass equipped, dass du nicht mehr die Farm brauchst? Ja, Bro, ich habe sehr, 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 sehr viel TNT. Kann ich mal dein Schwert sehen? Und sehr, sehr viele Rüstungen. Nein. Hä, was willst du? Okay, warte. Echt? Brauchst du nichts mehr? Nee, gerade nicht. Ich muss hier nur einen Baum abbauen kurz. Okay. Dann geh runter, ich spreng jetzt. Aber. Ich platziere gerade noch ein bisschen. Was denn? Alter, warum machst du das? Das ist doch voll gut hier, Bro. Nein, Bro, guck mal. Wenn das hier in andere Hände kommt, wenn hier irgendwie Alphastein drankommt, Bro, hier kannst du einen Tag AFK stehen und hast eine Double Chest TNT. Weißt du, was die damit anfangen können? Okay, kannst du mir ein bisschen TNT geben, wenn du so Double Chest TNT hast? Ja, du hast doch Schwarzpulver. Und die. Ja, aber du gibst mir jetzt schon mal fertige vielleicht einfach. Ja, kann ich. Ich geb dir 1 Stack. Bro, aber geh schon mal nach unten. Geh schon mal nach unten. 1 Stack? Ja. Okay, ich geh nach unten. Warte. Geh nach unten ins Wasser. Und, weil wenn ich jetzt gleich zünde, musst du im Wasser sein, okay? Ist das so doll, die Explosion? Bro, ich hab hier bestimmt 6, 7 Stacks TNT verbaut. Das wird eine sehr, sehr dolle Explosion, Bro.
Alter! Deswegen geh nach unten. Wie komme ich hier runter? Einfach springen ins Wasser. Okay. Ich einfach ins Wasser springen. Ich springe hier runter. Aber springe auch ins Wasser. Und tschüss! Ja, okay, Freunde, dann würde ich sagen, ist jetzt langsam Showtime. Noch ein letztes Mal hauen wir die Creeper weg, sammeln ein paar Level ein, sind Level 50. Junge, er lässt einfach das Schwarzpulver da drin liegen. Wirklich, Denner, die ist... Egal, Freunde, reden wir nicht drüber. Und zu guter Letzt packen wir jetzt hier... Oh, warte, den holen wir noch schnell mit. Und zu guter Letzt packen wir jetzt hier auch noch alles voll mit TNT. Und dann kann das Ganze hier in die Luft gehen. So, einmal alle Fackeln weg, dass hier nicht aus Versehen was in die Luft fliegt. So, weg. Ein paar XP nehmen wir noch mit, wenn wir schon hier sind. Okay, schreibt Denner, ob er ready ist. Oh, Junge, das wird eine Riesenexplosion jetzt. Ach du Heiliger. 3, 2, 1. Und Sprengung. Oh, das! Ich muss gucken. Ja! Es ist alles kaputt. Oh mein Gott. Oh. Okay. Warte, ich gehe noch einmal hoch, Freunde. Ihr merkt schon, es kommt mir mehr Wasser entgegen jetzt. Lava kommt uns entgegen. Ach du Heiliger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach noch mehr. Vorsicht. Okay, Freunde, ich muss hier noch die letzten Sachen auch noch wegballern. Nicht, dass hiermit noch einer was anfangen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Oh mein Gott. Junge, wir haben hier alles auseinandergenommen. Bruder. Okay, und der letzte kommt hier oben hin. Okay, dann den auch noch. Okay, bleiben wir hier. Müssen wir eigentlich easy überleben. Ja, da oben sprengt. Digga, es fliegt hier überall. Okay, Freunde, das erste TNT jetzt ist soweit aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt noch mehr? Okay, wir haben noch viel, viel mehr gemacht, Leute. Im Optimalfall soll hier nichts mehr sein. Kein einziger Block. Wobei das eigentlich ja nicht so schlimm ist, wenn ihr wisst, was übrig bleibt. Sprenge noch alles weg. Okay. Komm, zwei Stacks brauchen wir noch Minimum, würde ich sagen. Okay, Freunde, also wenn jetzt hier nach noch irgendwas überbleibt... Dann weiß ich offiziell auch nicht mehr weiter. Bam. Okay, Freunde. Dann letzte Sprengung. Vorsicht. Und wieder schauen und sprengen. Boah, Junge, jetzt ist alles weg. Yo! Was geht, Bro? Alter, das sah so krass aus, ne? Oh mein Gott, es ist alles weg. Bro, bei mir unten, ne, das sah so krass aus, wie das ganze Boden ist geschmelzt. Digga, so viel Arbeit, Alter. Wochenlang, ich habe wirklich tagelang gefarmt und gemacht und getan, Bro. Und jetzt alles in die Luft. Komm mal, lass mal hier runter noch kurz, hier drauf. Okay. Alter, das sah so episch aus. Bro, es war auch, guck mal hier. So, und jetzt töte ich dich und hol mir deinen ganzen Loot. Ja, ja, mach mal, probier mal. Hier, ein Stack TNT. Oh! Ey, Bro, ganz kurz. Mach damit jetzt aber nichts Dummes, okay? Nö, alles gut. Versprich mir, dass du damit nichts Dummes machst. Nee, man sollte ja mit TNT allgemein schlaue Dinge machen, ne? Genau, sowas wie hier. Seine eigenen Sachen in die Luft jagen, denn andere Sachen in die Luft jagen darf man nicht. Du hast jetzt offline ja eben gerade mir noch geschrieben, dass du Banks ja angreifen willst, ne? Ich? Stimmt das jetzt noch? Bro, ja. Ganz kurz, Bro, ich bin verbündet gerade mit Banks, also ich werde aufpassen, was du jetzt hier sagst. Zwinker, zwinker. Bro, soll ich dir das Zwinker mal kurz demonstrieren, wenn du willst? Yo, alles gut. Okay, Vorsicht, Bro, ich habe Lava. Gut. Ja, ich habe ein Schwert, also. Also, ich danke dir, dass du als Bad Boy mir diese Möglichkeit gegeben hast, dieses Spektakel mitzuerleben. Ja, okay. Sehr nice. Oh, meine Kamera ist ausgegangen. Ja, top, perfekt. Super. Nee, Bro, ja, aber ehrlich, pass auf dich auf. Lass dich nicht von Alpha-Stein oder so holen. Und, benutze das TNT wirklich nur im Notfall, okay? Okay, ich danke dir, Lukas. Das ist sehr nett von dir gewesen. Gerne, ich werde den Titel nennen. Endlich entsteht der Bad Boys Clan. Nein, wir haben TNT. Okay, ich bin weg, ja? 3 Stacks. Wir 3 Stacks, genau. Mehr habe ich nicht. Hau rein. Ja, ich dich auch. Tschö. Nee. Oh mein Gott, Freunde. Die ganze Arbeit. Es ist alles weg. Ich verlasse gerade einfach
mein Spawn. Meine Base, die ich jetzt die ganze Zeit lang hatte, Freunde. Als ich die Creeper-Farm gebaut habe, haben wir gerade die Eiskrieger ganz neu gegründet. Oder ich glaube sogar noch davor war das, während der Eiskriegerzeit. Haben wir angefangen, das Ganze zu machen, Freunde. Und jetzt habe ich schon wieder alles kaputt gemacht. Es fühlt sich krass an, aber es musste wirklich sein. Diese Safe Rooms, dass ich mir die mache, das war ganz, ganz wichtig. Ich musste es unbedingt machen, damit ich einfach sicher auch in der Zukunft bin, Freunde. Ich glaube, ich habe mir generell noch nie so viel Mühe gegeben, Freunde, mit den Safe Rooms. Ich habe da alle Wände replaced wie so ein Volldepp. Ich habe alles so gemacht, dass es unmöglich ist, irgendwas zu finden. Wirklich, es ist... Wenn das einer findet, Bro, dann kann ich Minecraft für immer löschen. Ich habe so reingeschwitzt, um alles fertig zu machen, Freunde, noch vor der Gamescom. Ich glaube, ich habe auch for real noch nie in meinem Leben so viel Sand gefarmt. Das war ja krank. Also wirklich, YouTube 1.2 oder so kann man gar nicht damit vergleichen. Das war, Freunde, ein absolutes Geswette. Aber das musste sein, um sich die Grundbasis jetzt erstmal zu bauen. Und wenn ab jetzt jemand Stress macht, wie gesagt, Freunde, ich raste direkt komplett aus. Ich mache keine halben Sachen. Ich werde nicht auf gut Glück warten, bis jemand 1 gegen 1 will. Freunde, ihr werdet selber sehen. Ihr wisst es alle, auch wenn ich im PvP nicht der Beste bin. Es gibt viele Leute, die wahrscheinlich viel, viel krasser sind auf dem Server. Aber die werde ich auch trotzdem hops nehmen. Wer hier Krieg anfängt, Freunde, ihr werdet sehen. Ich will gar nicht zu viel labern und am Ende, ihr müsst es einfach selber sehen. Aber gut, Freunde, ich mache mich jetzt gerade erstmal auf den Weg zu den Paulberger Rittern, wieder zu meiner Base, zu meiner jetzigen neuen Base. Da würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video, Freunde. Haut da rein, macht's gut, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ganz, ganz wichtig, und abonniert den Kanal. Generell, aktuell tut's mir ein bisschen leid, es ist alles ein bisschen inaktiver geworden. Freunde, die Gamescom stand an. Letzte Woche habe ich noch geheiratet, ich fahre jetzt morgen wieder zur Gamescom, aber ich habe letzte Woche noch geheiratet und ich fliege noch in die Flitterwochen, also noch kurz in den Urlaub. Deswegen kommt aktuell weniger Minecraft-Helden und mehr andere Videos, Freunde. Aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ich wieder da bin, dann wird komplett reingesweatet, Freunde, mit den Paulberger Rittern und was auch immer Minecraft-Helden. Ich werde wieder richtig am Start sein. Deswegen, ja, Freunde, nehmt mir das Ganze nicht übel. Wir sehen uns morgen. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao. Wow. Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und